Ungarn grenzt an 7 Länder. Österreich, Slowakei, Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien und Slowenien. Das Mal besuchen wir den Balaton, die Stadt Stuhl-Weissenburg, das Donauchneu und Budapest. Ungarn hat 11 Millionen Einwohner und ist zweimal so gross wie die Schweiz. Das Befreiungsdenkmal ist 1947 zur Erinnerung an die Befreiung der Nazis und zur Ehrung der Roten Armee gebaut worden. Donau, der zweitlängste Strom von Europa, trennt die Stadt Budapest in Buda und Pest. Vom Gellertberg haben wir eine prächtige Aussicht auf Buda und Pest. In der Fußgängerzone kann man in Ruhe die alten, renovierten Häuser bestaunen mit ihren speziellen kleinen Kunstwerken. Im 1896 ist die Märthalle eröffnet worden und alle anderen offenen Märtplätze sind aus hygienischen Gründen zugetan worden. Nicht nur Touristen, auch die Einheimischen kaufen hier frische Ware ein. Von den 11 Millionen Ungarn leben 2,5 Millionen in der Hauptstadt Budapest. Die
Freiheitsbrücke ist vor 150 Jahren gebaut worden und ist für den Strassenverkehr eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Buda und Pest. Ein paar Fotoeindrücke vom Budapester Stadtbild mit seinen grossen architektonischen Unterschieden. Auf dem Heldenplatz stehen Bronzestatuen von 7 Stammesfürsten, ungarischen Königen und Freiheitskämpfern. Beim Bau des Westbahnhofs ist dazumal etwas Neues ausprobiert worden. Gemauerte Mauern mit Bögen aus Stahl und Glas. Etwas Eindrückliches. Fischerbastei auf dem Burgberg bei Nacht. Das Ritterstammbild aus Bronze vom heiligen Stefan, Gründer vom ungarischen Staat und der erste König der Nation. Eine alte Königsstadt mit 130'000 Einwohnern ist Stuhl-Wiessenburg, die 1972 ihren 1000. Jahrestag gefeiert hat. In
In Stuhl-Weissenburg sind 38 Könige gekrönt und 18 begraben worden. Eine Ruhepause vor der Schlacht, ein Denkmal für die ungarischen Soldaten. Das Husarenreiterdenkmal steht vor dem einstöckigen Rathaus aus dem Jahr 1690. Den grossen Reichsöpfelbrunnen kann man nicht übersehen. Der lange, spätbarocke Bau ist der Bischofspalast mit einer Bibliothek von 40'000 Büchern. Die Stadt ist die älteste von Ungarn. Bekannte Künstler haben sich hier bei Badekuren erholt. Die Stadt Balaton führt, liegt am Balaton und war schon früher ein bekannter Badekurort. Der 77 km lange Balaton oder auf Deutsch Plattensee ist ein Steppensee und nur 3-4 Meter tief. Der Fischer und der Fährmann sind natürlich beliebte Fotosujets.
Bei dieser Kälte gehen wir gerne zu Mittag essen. Thank you.
Donauknü steht im Städtli Esztergom auf dem Graner Burgberg die grösste und erste Basilika von Ungarn. Fast 50 Jahre ist an dieser Basilika gebaut worden. Zur Einweihung hat der Komponist Franz Liszt die berühmte Graner Messe komponiert. Da ist auch der Hauptsitz der katholischen Kirche von Ungarn. Donauknü, die Flusslandschaft liegt in der Wachau. In Wiesegrad gibt es einen Mittagshalt. Der kleine Ort war im Mittelalter ein Königssitz.
Im Städtlis Zetendre mit 20'000 Einwohnern besuchen wir das grösste Marzipanmuseum der Welt. Das Parlamentgebäude im Kleinen darf natürlich nicht fehlen. In über 40 Glaskästen werden aus Zucker und Schokolade verzierte Marzipan-Sujets präsentiert. Es gäbe noch viel zu sehen in Ungarn, aber jede Reise geht einmal zu Ende. Vielleicht sehen wir uns ein anderes Mal wieder in Ungarn. Visszont la Tascha, auf Wiedersehen.